Also wir haben ja eben schon im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir Markt wollen, dass wir Wettbewerb wollen und trotzdem eine Lösung sogar für das Klimaproblem herstellen wollen, indem wir die Marktwirtschaft effizienter machen, indem sozusagen wir die Gewinne der Firmen abhängig machen und auch der Ärzteschaft zum Beispiel von unserem Gesundheitszustand. Das heißt, wir wünschen uns ja eigentlich, dass der Kapitalismus uns nach Möglichkeit gesunde Menschen, glückliche Menschen, Frieden auf der Erde und nicht Kriege so oft wie möglich, sondern Frieden auf der Erde. Und all das Gute, was wir wünschen, haben wir aber bis jetzt noch nicht systematisch belohnt. Und dieser neue Gedanke, ich habe es dir schon angedeutet, dass der Hausarzt dann am meisten Geld in Zukunft bekommen solle, wenn er mir mit spaßmachenden Gesundheitskursen hilft, dass ich seltener krank werde, als eigentlich statistisch bei meinen Vorgeschichte zu erwarten gewesen wäre. Wie findest du diese Wende im Kapitalismus, den Kapitalismus effizienter, menschlicher, gesundheitsförderlicher, lebensqualitätsförderlicher zu machen? Also an sich ist es ja eine sehr gute Idee, vor allem auch hier mit der Medizin und so weiter, mit Bayer, das sind ja alle riesigen Konzerne, die eigentlich nur Geld machen wollen. Aber im Endeffekt ist es ja gut, dass man für Gesundheit und so weiter sorgt, aber die Frage ist, wenn man das jetzt nicht auf Ärzte bezieht, sondern auch auf andere, ist natürlich immer gut so den ich bin für den Kapitalismus mehr oder weniger, dass es immer weiterläuft, immer. Ja, genau. Und deswegen, es muss sogar mehr Markt sein als bisher. Das habe ich ja eben schon angedeutet im Vorgespräch, dass wir zum Beispiel, es muss sogar bei der Polizei so sein, dass die Polizei dann mehr Gehalt bekommt, wenn sie es schafft, in einem Viertel, dass die Wähler, die dort ihre Stimme abgeben und dann auch noch sagen, meine Sicherheitsgefühlnote ist, was weiß ich, 6- oder 1+, ja, dass wir durch diese Rückmeldung auch in der Polizei Wettbewerb schaffen, das Stadtviertel zu befrieden und friedlicher zu machen. Ja? Also ein Polizist, der in Wirklichkeit in Zukunft mit kriminalitätsgefährdeten Jugendlichen redet, um sie auf den richtigen Weg zu bringen, der kriegt dann mehr Gehalt, wenn er bewiesenermaßen eine positive Wirkung hat. Und so wollen wir überall mehr Markt. Das spart überall auch Gelder ein, weil dann die Polizei zum Beispiel effizienter wird. Und wir müssen, wie du eben sagtest, wir müssen in allen Bereichen der Gesellschaft Markt und Wettbewerb haben. Aber immer soll der Markt darum gehen, wie kann er mich glücklicher machen, mein Leben gesünder machen und unser Leben friedlicher und gesünder machen. Und bist du mit dieser neuen Idee des Marktes, wir sprechen vom guten Markt, findest du die gut? Also die Idee an sich ist gut, aber dann ist halt die Frage, ob es nicht zu sehr in den Kommunismus reingeht, wenn alle, sag ich mal, Gesundheit und so weiter in den Vordergrund stellen. Weil das Ding ist, wenn, sag ich mal, diese großen Pharmakonzerne, die machen ja eigentlich nur Geld, weil die Sachen verkaufen, die nicht nachhaltig sind. Und ich sag mal, gibt es dann noch irgendwann superreiche Leute und so weiter? Und das ist ja eigentlich alles, was wir wollen ja alle superreich werden. Ob es das dann noch gibt, ob es dann nicht mehr in Richtung Kommunismus geht? Nee, eben nicht. Also das ist genau der Punkt. Kommunismus hat sich nicht bewährt. Die Professoren sagen natürlich eindeutig, der Mensch hat von Natur aus einen gesunden Genegoismus, DNS. DNS will sich reproduzieren und erstmal guckt sich DNS, dass es für seine eigenen Kinder, dass die reicher werden und so weiter. Ja? Das ist ganz natürlich. Das wollen wir auch nicht wegtun. Weil wenn wir das wegtun, landen wir tatsächlich beim Sozialismus und dann verlieren die Leute die Motivation zur Leistung. Und das wollen wir nicht. Ja? Das will kein vernünftiger Wissenschaftler. Aber wenn ich einen Wettbewerb erzeuge, dass also jeder Berufsstand, auch die Lehrer, quasi im Prinzip, wenn ein Lehrer, das ist zwar kompliziert zu berechnen, aber ein Lehrer Schüler so gut fördert, dass sie dann hinterher besser bezahlte Jobs haben, wenn er dafür honoriert wird und in der Lehrerrangliste nach oben steigt, das ist doch mehr Markt und mehr Wettbewerb. Und das ist kein Kommunismus, sondern jeder Lehrer steht dann unter der Situation, ich muss Leistung bringen, ich muss meine Schüler so gut mithelfen, dass sie später bessere Chancen haben auf einen gut bezahlten Job. Und das weiß dann jeder Lehrer und wird sich immer überlegen, was kann ich noch machen, dass die Kinder auch wirklich auch etwas lernen, was sie fürs Leben gebrauchen können und so weiter. Und merkst du, also kein Kommunismus, kein Sozialismus, bessere Marktwirtschaft und trotzdem menschenfreundlicher, trotzdem Gesundheitsförderung und trotzdem Verbesserung der Lebensqualität. Aber was passiert, wenn irgendwann jemand nicht mehr mithalten kann, sag ich mal, mit dem Markt? Also es kann nicht jeder der Beste sein. Was mit den Leuten, die zum Beispiel die Schlechtesten sind? Was passiert mit denen? Zum Beispiel der Arzt, der in der Rangliste der Hausärzte Kölns den schlechtesten Platz hat. Zum Beispiel dem wird man empfehlen, wir wollen das Arbeitsamt umgestalten. Das Arbeitsamt kriegt dann, jeder Arbeitsamtmitarbeiter kriegt Prämie, wenn er vom Sessel aufsteht, zu den Leuten hingeht und sie an der Hand nimmt und zum neuen Job führt. Ja?
Und dafür kriegt er Prämien, wenn er das erfolgreich gemacht hat. Und dieser Arzt, der kein Talent zur Präventivmedizin hat, trotz all der kostenlosen Weiterbildung, die die Professoren dann im Fernsehen anbieten würden, kostenlos für alle Bürger, für alle Ärzte, ja, und er ist der 127., der Letzte in der Rangliste oder der 300., was weiß ich, wie viele Hausärzte es in Köln gibt, ne? Dann empfiehlt man ihm doch, in die Forschung zu gehen und lieber in der Medizinforschung irgendwas Neues zu erforschen, denn scheinbar liegt in Prävention nicht. Es hat ja keinen Sinn, an der falschen Stelle zu arbeiten. Aber das ist Markt. Wir können ja nichts weiterlaufen lassen. Ein Kommunist würde jetzt sagen, wir müssen den Arzt weiter praktizieren lassen. Und der Marktwirtschaftler sagt, nein, es hat sich doch gezeigt, dass er kein Händchen dafür hat. Soll er doch was anderes machen? Wir brauchen doch kluge Leute überall. Wir haben doch Fachkräftemangel überall. Ist das eine gute Idee, dass wir die Leute dorthin versetzen, wo sie ihre Fähigkeiten besser zur Entfaltung bringen können? Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das bringt auch die Menschen ein bisschen nach vorne. Ja. Dann abschließend zu diesem kurzen Interview. Du hast zum ersten Mal in deinem Leben von dem dritten Weg der zweiten Scientists for Future gehört. Findest du, dass ein nachdenkenswerter, diskussionswürdiger Ansatz ist? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist keine schlechte Idee. Man muss halt nur gucken, wie man das umsetzt, sage ich mal, weil es ist schon sehr schwierig. Und daran haben die Professoren 51 Jahre geforscht, wie man das technisch macht. Ja? Danke.